Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oblivion hier in der Kaiserstadt vor dem Kerker, wo ich ja nicht zum ersten Mal bin. Nein, hier haben wir unser Abenteuer angefangen. Ist das wirklich der Kerker? Jawohl, die Bastion. Wir wurden ja das letzte Mal festgenommen, als wir unsere Diebesgilde-Quest gemacht haben. Ja, eigentlich nicht so erfolgreich, wie das eigentlich sein sollte. Sprich, ein ungesehener Diebstahl. Nein, wir wurden erwischt. Ließ sich jetzt von mir aus nicht anders machen. Aber ich habe mich wahrscheinlich einfach nur sehr ungeschickt angestellt. Wie ich eben schon immer sage, ich bin kein guter Dieb, weswegen bin ich wohl mit zwei Handhammer und schwerer Rüstung unterwegs. Das hat schon seine Gründe. Ich bin, wie gesagt, wirklich kein guter Dieb. Ich bin kein guter Schütze. Ich bin wirklich nur ein guter Hau drauf oder ein akzeptabler Hau drauf. Mehr kann ich eigentlich nicht in dem Spiel. Zumindest was das Kämpfen angeht. Ja, aber ich meine, das ist ja nichts Schlimmes. Darum kann man ja so vieles machen in dem Spiel. Aber da ist eben betreffend meine schlechten Aimings das Bogenschießen und auch das Zaubern nicht so gut für mich. Da nehme ich lieber meinen Zweihandhammer dann wieder, wenn ich wieder entsprechend gerüstet bin. Aber hier können wir dennoch noch ein bisschen die ganzen Truhen und Tonnen durchsuchen. Da hat es ja nette Dinge drin. Fackeln zum Beispiel, die nichts wiegen. Warum auch immer eine Fackel nichts wiegen sollte. Gut, aber dann haben wir jetzt unsere Quest zumindest erfüllen können, dass obwohl wir erwischt wurden, ja, man hat uns die Papiere von den Steuereinnahmen, weder die Steuereinnahmen auch, abgenommen. Das haben sie nicht so richtig mitgekriegt, dass ich da ein Papier mitgehen habe lassen. Ein Dokument von Nicht-Hieronymus Lex war da oben, es war ein anderer. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, ist ja auch nicht so wichtig. Aber ich dachte zumindest, dass Hieronymus Lex den Hafenviertelleuten und dem Graufuchs so die Beine wegziehen will. Ich weiß es auch nicht genau. Auf alle Fälle haben wir unsere Quest prinzipiell erfüllt. Wir müssen allerdings noch bis zur Nacht warten, um sie wieder abgeben zu können. Ja, da habe ich also Glück gehabt, dass mir da davon nichts abgenommen wurde, von diesen Questgegenständen. Ja, dann gebe ich das dann zurück, wenn ich kann. Wir dürfen jetzt unsere Schuld beglichen haben. Die Wachen dürften nicht mehr auf unserer Spur sein. Und was machen wir in der Zeit? Ja, was machen wir da wohl? Was anderes gibt es eigentlich nicht. Wir gehen wieder in die Arena. Ich hole mir jetzt noch mein Arena-Gewand und dann werden wir noch ein paar Kämpfe austragen. So viele gibt es gar nicht mehr. Na, dann sind wir bald schon ein ziemlich hoher Rang und müssen gegen den grauen Prinzen, grauer Prinz hieß der doch, ja, müssen wir antreten. Und bevor ich das mache, möchte ich gerne noch seine Quest machen, ja, aus bekannten Gründen. Die habe ich ja auch schon erwähnt. Ja, Karte, genau. Na, klasse, das Hafenviertel liegt direkt gegenüber. Wobei, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, denn dann kann ich einfach hier quer durchs Marktviertel, durchs Zentrum und dann bin ich auch schon da. Der Typ war es doch. Nee, der war es auch nicht. Diese Kaiserlichen sehen einfach alle gleich aus. Es ist nicht zu glauben. Na gut, okay. Nicht alle ganz gleich wohl. So, gut. Muss ich aufpassen. Es ist uns ja letztes Mal passiert, dass mich hier in der Mitte zwei mythische Morgenröte-Mitglieder angegriffen haben. Ganz unverblümt haben die mich da einfach auf offener Straße angegriffen. Da sind sie ja auch schon. Margarete Diel hieß die eine. Und der andere Stübjorn. Habe ich auch noch nie gesehen, die beiden. Glaube ich zumindest. Ja, die haben mich da einfach angegriffen. Da kriegen die wohl langsam ein bisschen Schiss. Wenn die da so erfahren, was ich alles schon mit ihnen gemacht habe. Ich meine, ich habe ja ihr Hauptversteck auch schon auseinandergenommen und das ziemlich locker. Na, haben sie es wohl schon langsam so mit der Angst zu tun bekommen? Was habt ihr zu berichten? Ich bin vor kurzem ein paar Schlammkrabben begegnet. Nervige Schlammkrabben. Was ein Wahnsinnsereignis. Diese Dinger. Schönen Tag. Schönen Tag. Rochelle Banzien, Samuels Frau. Ich bin so froh, dass er sich als Ausbilder niedergelassen hat und ein ruhiges Leben führt. Aha, aha. Schön, in Ordnung, bin ich froh drum. Mein Name ist Hastrell Ottos und ich möchte über Akatosh sprechen. Ich eigentlich nicht, aber über die Kaiserstadt können wir sehr gerne sprechen. Akatosh spricht zu uns allen, aber wir hören nie zu. Geht zum Tempel des einen, lest die Verträge, die neuen seien gepriesen. Verträge lesen, gehört es nun wirklich nicht so zu meinem Hobby. Da habe ich Besseres zu tun, um ehrlich zu sein. Aber ich sage ihm das erstmal nicht direkt ins Gesicht. Wir wollen ja nicht verletzend sein. Boah, Leck. Ein Riesenleck war das gerade. Ich hoffe, das ist jetzt in der Aufnahme nicht ganz so unangenehm anzusehen, wie bei mir das jetzt gerade der Fall war. Naja, wir werden schon überleben.
Warum gehe ich eigentlich jetzt zum Hafen? Ah ja, genau. Ich wollte mir noch eben die Rüstung holen, die ich mir da zurückgelegt habe. Oder nee, ich werde, glaube ich, meine ganze Rüstung holen. Tut mir leid. Nur ein Exemplar. Ach, du bist das schon wieder. Dich habe ich doch schon das letzte Mal angesprochen. Auch ihr. Ich werde die Rüstung mitnehmen. Meine richtige Rüstung und auch gleich die Kampfrüstung. Hallo. Ich bin Adan Rill. Ich bin entmutigt. Warum das denn? Vielen von uns im Hafenviertel geht es schlecht. Wir können nicht diese Kerkergeschichten treiben wie ihr Abenteurer. Wir haben kein Geld und nichts gelernt. Niemand will uns. Ach komm, sei doch mal nicht so depressiv. Bald kriegt ihr zumindest eure Steuergelder Schönen zurück. Tag. Wenn ich wüsste, wie viel du... Wobei, ich könnte eigentlich nachsehen, was du so alles bezahlen musstest und es dir direkt zurückgeben. Aber ich glaube, das ist besser, wenn die Diebesgilde das dann macht. Ah, schnell, ich will meine Rüstung wieder zurück. Es regnet und in diesem kurzärmeligen Hemd ist das nicht sehr angenehm. Na gut, wobei, in meiner Rüstung, die dann gerne mal rostet, ist das vielleicht auch nicht so das Beste. Ach, die wird das schon überstehen. Ich meine, das ist dederisches Metall. Ich denke mal nicht, dass es einfach so dahin rostet. Oh, wo habe ich es denn hingelegt? Ich glaube, die Kommode da. Ha, genau, da steckt eine ganze schwere Rüstung drin. Sieht man ihr doch gleich aufs Erste an, nicht wahr? Ja, genau. So. Sind wir jetzt wieder zu schwer beladen. Soll ich meine leichte Rüstung, meine Kleider wieder ablegen? Wobei, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ich die auch bei mir tragen würde, kann, glaube ich, nicht schaden. So, habe ich denn alles? Die Stiefel fehlen noch. Jetzt müsste ich aber alles haben. Nee, die Handschuhe habe ich nicht an. Wo sind meine Handschuhe? Hier. So, gut. Das dürfte passen. Jawohl. Sieht nicht sehr hübsch aus, aber durchaus bedrohlich und beeindruckend. Dann rüsten wir doch auch gleich wieder auf unseren Hammer um. Der Bogen ist auch nicht so mein Lieblingswerkzeug. Und ich glaube, die Rüstung, die andere, die Kampf-Arena-Rüstung, haben wir hier. Festigen Persönlichkeit. Wozu das denn bitte? Ja. Damit es möglichst unnütz ist, würde ich mal sagen. Aber gut, die werde ich wirklich nur anlegen, wenn denn unbedingt nötig. Was wir allerdings tun können, wir können sie noch auf 125 hochreppen. Damit sie mehr Effektivität hat. Das ist ja wohl erlaubt. So viel darf ich noch tun mit meinen Fertigkeiten. Verzaubern darf ich sie ja nicht. Ich darf sie nicht irgendwie sonst verstärken. Ich glaube, sonst geht das, glaube ich, auch gar nicht. Oha, warum ist denn meine Rüstung so beschädigt? Habe ich die das letzte Mal nicht repariert nach dem letzten Kampf? Wie nachlässig aber auch. Es dürften die zwei mythischen Morgenröte-Typen gewesen sein, die so zugerichtet haben. Es war in der Tat nicht ganz so ein einfacher Kampf. Das mag ich mich noch dran erinnern. So, gut. Wie viel Uhr haben wir es denn inzwischen? Wie lange muss ich denn kämpfen? Naja gut, den Nachmittag noch. Das dürfte also gut hinkommen, wenn ich so drei Kämpfe mache. Mehr hatte ich eigentlich nicht vor. Ich will ja wirklich einfach nur praktisch zur nächsten Stufe aufsteigen. Ich weiß gar nicht, was das dann ist. Werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Nee, warte mal, du bist ja wieder der Rappenkurier-Typ. Mit dir muss ich nicht sprechen. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, wer bist du denn? Ujabi hilft seinen Brüdern Rajirat und Hasiri, den Rappenkurier zu betreiben. Andere schreiben, so. Wir organisieren, liefern aus. Die Nachrichten reißen nie ab. Aha, okay. Schön, mach du das. Nur zu gerne. Informationen sind ja wichtig. Gut. Was? Ach so, ich habe immer noch die Quest aktiviert. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich die andere aktivieren würde. Wo war sie denn? Hallo, Quest, wo bist du? Ich brauche dich. Ja, die Arena. So, sehr schön. Laufen wir da auch gleich dem roten Pfeil hinterher und wissen, wo wir hin müssen. Oh, und zu viel langsamer bin ich in der Rüstung irgendwie gar nicht. Oder täusche ich mich da? Kommt mir jetzt nicht so enorm viel schneller vor. Schön. Aber vielleicht bemerke ich es einfach auch nicht richtig. Tamriel von Tamriel. Ja, passt doch. Was sind das für seltsame Kreaturen im Garten? Wo sind all die weißen Vögel? Was? Bei dir läuft, glaube ich, irgendwas nicht so ganz richtig. Ich kenne niemanden in Cyrodiil, mit dem man schwieriger feilschen kann, als Palonyria bei der göttlichen Eleganz. Ein Glück, muss ich mich nicht göttlich elegant kleiden. Sowas ist für einen Ork wie mich überflüssig. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Hier sind ja viele Leute. Tut mir leid. Nur ein Exemplar des Rappenkuriers. Noch so einer. Aber ein anderer diesmal? Na gut. Kein Rappenkurier für mich. Ich hab schon verstanden. Man will mich hier nicht. Dann gehe ich ihnen einfach weiter. Wir können hier wieder durch die Mitte durchgehen. Jetzt mit meiner schweren Rüstung fühle ich mich auch gleich viel besser. Da
habe ich keine Angst mehr vor eventuellen Angriffen. Da werden es meine Angreifer bereuen, wie die beiden hier sehr beeindruckend darlegen können. Da müssen sie sich schon überlegen, mit wem sie sich hier anlegen. Und was starrst du hier so in die Leere? Bitte fahrt fort. Amantius Alectus wurde während eines Einbruchs getötet. Man sagt, das Haus sei geplündert worden. Aha. Amantius Alectus? Ich weiß nicht, habe ich mir was damit zu tun gehabt? Ich glaube nicht. Leb wohl. Ich glaube nicht. Das war noch keine Quest. Worauf spielt sie denn da an? Also einen Hinweis auf eine Quest hat es auf alle Fälle nicht gegeben. Na schön. Dann eben nicht. Wir gehen ins Arena-Viertel und auch gleich in die Arena hinein. Ja, hindert uns nichts daran. Die ist geöffnet. Da wird auch schon heftigst gekämpft, wie man am Jubel des Publikums hört. So, da sind wir auch schon wieder und müssen uns jetzt wieder dementsprechend umkleiden. Dazu muss ich mich erstmal noch umziehen. So sagt schon klingt was. Doch irgendwie einleuchtend. Nee, ich brauche nichts zu sagen. Das ist nicht nötig. Ich muss mich nur hier kurz entkleiden, wenn es dir nichts ausmacht. Aber ich denke mal, die Dame hat da nicht wirklich was dagegen. Ich hoffe es zumindest. Und oh, Moment. Ich muss ja nicht alles ausziehen. Die Stiefel darf ich, glaube ich, anbehalten. Ich versuche es auch mal mit den Panzerhandschuhen. Aber ich glaube, die muss ich auch der Kampfrüstung lassen. Aber den Helm. Den Helm darf ich, glaube ich, auch anbehalten. Nein, ich will ihn rausnehmen, verdammt. So, gut, dann sind wir jetzt wieder nackig. Das hätte ich auch einfach verhindern können, indem ich mich erst umziehe. Aber wie gesagt, ich denke kaum, dass es hier irgendjemanden stört. So, dann ziehe ich dich an. Und wo ist die Rüstung? Hier. So, genau, die... Oh, auch die Stiefel kann ich nicht tragen, aber das macht nichts. Die kann ich auch im Inventar behalten. Das Schlimmste waren ja die Beinschienen und die deren Brustpanzer. Der hat ja so viel gewogen. Sprich, ich kann mich jetzt auch so problemlos bewegen und den nächsten Kampf anfordern. Beschäftigter Mann, was ist? Gladiator, das sage ich nicht oft zu jemandem. Ihr macht das blaue Team stolz auf euch, Kind. Oh. Jetzt geht hinaus und bringt jemanden um, bevor ich noch anfange zu heulen. Was der so alles für Gründe zum Heulen hat. Vielleicht erzählt er uns noch einen. Akronak ist gut, ja, zu gut. Er sagt, er sei nur ein Halborg. Was ich wissen möchte, ist, was die andere Hälfte ist. Denn die ist nie im Leben menschlich. Ja, ich glaube, das hat er uns auch schon letztes Mal gesagt. Wir wollen eine weitere Partie. Hör zu, der nächste Kampf ist ein Skandal. Aber ich kann nichts dagegen tun. Warum denn? Ihr habt diesmal gleich drei Gegner. Drei Gegner? Alle schlagen. Ernsthaft? Sie sind argonische Gefangene, die aus Schwarzmarsch hierher geholt wurden. Und ihnen wurde erklärt, dass sie euch nur töten müssen, um frei zu sein. Ja, schön. Ich weiß nicht, welche Verbrechen sie begangen haben. Aber hier geht es um euer Leben gegen ihre Freiheit. Die Wahl sollte wohl klar sein. Los jetzt und passt auf euch auf. Oh Mann, drei auf einmal. Das kann ja was werden. Finde ich gar nicht fair. Na, ich hoffe mal, da es Gefangene sind, haben sie auch nicht so die beste Ausrüstung. Wir werden sehen. Das wird sich gleich herausstellen. So. Ja, richtig. Ich habe jetzt meinen neuen Heilzauber drin. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Wollte ich eigentlich auch machen, aber habe ich vergessen. Naja, nicht so schlimm. Und dann gehen wir mal hier hinein und lassen es krachen. So hoffe ich doch. Und werden nicht verkracht. Seid willkommen in der Arena. Willkommen, willkommen. Team ja. Hat mit einem geschickten Schachzug seinen Kämpfer durch drei argonische Gefangene ersetzt. Das verspricht einen geschickten Schachzug. Ja, super. Was ich mir hier alles bieten lassen muss. Na gut, mal sehen, was die so drauf haben, diese Argonier. Okay, sie haben teilweise nicht mal Waffen, so wie sie aussieht, und richten auch dementsprechend wenig Schaden an. Und halten auch nicht wirklich viel aus. Wie zu erwarten bei Gefangenen, sind sie also wirklich nicht gut ausgerüstet. Ob das so eine gute Idee war, sie statt eines Champions antreten zu lassen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie ziemlich überfordert. Rennen zwar geschickt um mich rum, aber greifen nicht wirklich schnell und gleichzeitig an. Oh, aber jetzt haben sie so ein bisschen die Taktik gefunden. Ich habe einen Spezialangriff gemacht, so aus Versehen. Und ich sehe gerade, ich sollte mir mal ein paar Tränke reinpfeifen. Meine Ausdauer ist weg. Ich habe sie zwar schon alle relativ weit niedergeschlagen, aber
Sie leben halt nur alle noch und dementsprechend machen sie Schaden. Aber ich denke, da kann ich mir auch mal einen Heiltrank leisten, denn wir haben ja nun wirklich genug davon. Hier, die 2 Kilogramm schweren wollte ich benutzen, damit ich ein wenig Gewicht einspare. So, dann machen wir dem hier mal ein Ende. So, einer ist tot. Der mit dem Schwert, das ist natürlich super. Und die nächste, noch einer übrig, der hat noch ein bisschen mehr Lebenskraft. Komm schon, komm schon. Versuch es noch ein wenig. Deine 2 Kameraden sind ja schon durch. Ah doch, sieh an, sie haben zumindest leichte Rüstung an. Aber eben, wie gesagt, 2 davon hatten nicht mal Waffen. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Sieger vom blauen Team verlasst nun die Arena. Oh, bejubelt mich und so. Ihr habt es euch verdient. Finde ich auch, finde ich auch. Ich versuche es jetzt einfach mal hier. Und hoffe, es ist der richtige Ausgang. Ne? Ja, scheint so. Oder vielleicht führen auch einfach beide Ausgänge hier hinein. Vielleicht spielt das gar keine so große Rolle. So, haben wir also einen weiteren Kampf geschafft. Ihr wascht den Schmutz oder Schlacht von euch ab. Genau, das machen wir immer ganz gerne mal. Und dann geht's wieder los. Ich denke, wir machen gleich noch einen Kampf. Ich werde jetzt auf alle Fälle nochmal kurz reparieren. Denn das dürfte ziemlich viel an Haltbarkeit gekostet haben. Wo bist du denn, Reparaturhammer? Wobei, mittlerweile sind das ja wieder 4 Stück. Ich habe ja mal ein paar in Kisten zugefunden. Es geht, es geht. So stark haben sie meine Rüstung nicht beschädigt. Na gut, sie haben ja auch größtenteils nur mit Fäusten darauf eingeschlagen. Was soll da mit der Rüstung schon groß passieren? Das gelbe Team hat mich mit diesem Kampf überrascht. 3 gegen 1. Ich schätze, sie wussten nicht, mit wem sie sich da einlassen. Ne? Gute Arbeit. Ganz offensichtlich. Ja, die Belohnungen werden langsam doch lohnenswert. Da mache ich doch gerne noch einen Kampf. Nein. Nicht die Taste. Ihr werdet wohl nicht aufhören, bis ihr endlich Meister seid, oder? Oh, das klingt doch eigentlich ganz gut. Das blaue Team braucht so viel Ruhm, wie es kriegen kann. Ah, in Ordnung. Dann also auf zur nächsten Partie. Reicht das zeitlich noch? Dürfte noch für eine Partie reichen. Nach diesem letzten Kampf dürfte dieser Gegner die reinste Erholung werden. Ein Khajiit in schwerer Kleidung. Wahrscheinlich mit einem Khajiit in schwerer Rüstung? Damit werdet ihr schon fertig. In Ordnung. Das ist auch eine Seltenheit. Khajiit ja sonst eher Vertreter der leichten Rüstungsklasse. Aber gut, lassen wir uns überraschen und gucken mal, was der so drauf hat. Ich denke, es wird sich nicht um einen so ganz einfachen Krieger halten, wenn er schon so erfolgreich ist hier in der Arena. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Fast verspürt man Mitleid mit den Khajiiten des gelben Teams. Ja, ich denke mal, der klare Favorit ist hier schon genannt worden. Sehen wir, wie sie sich schlagen. Aber ja, man darf den Underdog ja nie unterschätzen. Das tue ich auch auf keinen Fall. Deswegen immer schön eine zurückhaltende Taktik hier. Hat auch ein Dendra-Schild bei sich und ein Dendra-Schwert. Macht ordentlich Schaden. Ich sagte es ja. So einfach wird das hier nicht. Uff. Mächtig zuhauen tut er auch. Komm schon. Aber ja, jetzt so im Allgemeinen würde ich sagen, durchaus schaffbar, zumal wir noch unsere Tränke haben. Da heilt er sich hoch. Nicht übel, mein Kollege. Na, da schlägt er zuerst zu. Wenn er das mal nicht bereut. Schön geblockt, aber das wird ihn nicht nützen. Er ist schon recht weit runter. Ich könnte mich auch noch heilen, aber ich denke, das wird nicht großartig nötig sein. Lange hat der gute Junge hier nicht mehr zu leben. So, und erledigt. Geschafft. Wunderbar. Ja, bejubelt mich. Das mag ich gerne. Wer denn auch nicht? Na gut, mache ich das. Die Prozedur kennen wir ja. Ist eigentlich immer dasselbe. Raus und rein, Gegner töten und so weiter. So, jetzt kann ich auch den Brunnen hier gut gebrauchen. Der Zauber stellt nicht annähernd so viel Leben her, wie ich gehofft hatte. Aber was soll's denn schon? So schlimm ist das nicht. Wir können uns hier ja sowieso heilen. Dürfte also kein Problem sein. Hey, ich hab's geschafft. Ich bin schon wieder hier. Ihr habt dieser Katze gezeigt, wessen Krallen schärfer sind, oder? Genau das habe ich erwartet. Hier habt ihr euer Gold. Jetzt geht euch säubern. Ihr seht grauenhaft aus. Ach ja? Wieso denn? So schlimm sehe ich doch gar nicht aus, finde ich jetzt. Na gut, okay, der Helm ist natürlich nicht besonders ansehnlig. Aber ja gut, ich denke, wir machen was noch einen Kampf. Was ist ein Gladiator ohne Arena? Also los jetzt und schlagt ein paar Schädel ein. Ach übrigens,
Noch ein Kampf und ihr werdet wieder erhoben. Oh, befördert meint er damit wohl. Aber das klingt doch fantastisch. Ich denke mal, den Kampf machen wir auch noch. Die Zeit ist noch nicht durch. Er sieht ein wenig aus wie ein Stutzer, aber mit einem Schwert in der Hand ist er tödlich. Ein Stutzer? Er hat mehr Erfahrung als ihr, also seid auf der Hut. Na, im Schwertkampf bestimmt. Ich bin ja eher ein Anhänger der schweren Waffen. Der stumpfen Waffen, nicht schweren Waffen. Wobei stumpfe Waffen meistens auch schwerer sind als die Schwerterchen. Das ist Tatsache. Na gut, dann beeile ich mich mal ein bisschen, damit ich hier nicht allzu sehr überziehe. Aber jetzt schon Schluss zu machen, wäre doch etwas kurz. Deswegen machen wir noch einen Kampf in der Folge. Und lassen uns in der nächsten dann befördern. Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Ihr habt dafür gebetet und die Kämpfer haben dafür geblutet. Für einen Aufstiegskampf mit hohem Einsatz. Wollen wir sehen. Unser aller Leben natürlich. Naja, unser beider Leben besser gesagt. So, dann geht's nun drum. Ich weiß gar nicht, was der nächste Rang ist. Schon Meister? Ich glaube nicht, oder? Werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Er hat gar kein Schild, nur ein Schwert dabei. Ein Glasschwert dieses Mal. Also nicht ganz so schlimm wie der letzte. Und auch, ja, sein Rüstungswert ist dementsprechend niedriger ohne Schild. Sprich, er hält weniger aus. Ich fand den jetzt wirklich zum Lachen. Einfach nur lächerlich. Tut mir leid, Junge, aber das war echt nicht sehr beeindruckend dafür, dass du auch mehr Erfahrung haben solltest als ich. Ja, ja, das habt ihr ja auch schon vor irgendwie ein oder zwei Minuten von mir gehört. Na gut, in Ordnung, gehen wir hier wieder raus. Das war jetzt doch eher ein wenig enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich mir mehr von erwartet, von diesem Aufstiegskampf. Den habe ich ja ohne Mühe für mich entscheiden können. Na schön. So haben wir aber auch noch gut Zeit. Vielleicht sogar noch die Beförderung in der Folge zu machen. Doch, ich denke doch, ja. Das machen wir noch eben kurz. Ist ja nicht weit. So, mein lieber Herr. Ich habe schon alles erledigt. Das ging ja keine 30 Sekunden oder so, der Kampf. Mit dem Sieg über diesen Bretonen habt ihr euren Aufstieg perfekt gemacht. Juhu. Es ist schon lange her, dass ich das zuletzt gesagt habe. Glückwunsch, mein Held. Also Held ist der Titel ja wohl nicht. Ich guck mir gerade kurz noch an, was ist denn jetzt mein Titel? Das will ich wissen, wenn ich schon aufgestiegen bin. Hier. Hero, Held, Tatsache. Komischer Titel. Aber hey, klingt doch super. Jetzt ist der Held, also ein Held, auch in der Arena. Das passt doch. Aber gut, liebe Leute, ich denke mal, an der Stelle können wir jetzt die Folge auch beenden. Hat gerade gut gereicht mit der Länge. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.